Hallo liebe Whisky-Freunde, ich freue mich, dass ihr meinen Kanal heute wieder eingeschaltet habt und ich wollte heute versuchen, mal wieder eine Lanze für den deutschen Whisky zu brechen und euch den Old Sandhill Oloroso Cask 7 Jahre näher bringen. Viel Spaß dabei! Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorns Whisky-Ecke. Wie ihr dem Anfangstrailer schon entnehmen konntet, will ich heute wieder mal einen deutschen Whisky vorstellen. Ich hatte ja vor, ich glaube, 6 oder 8 Wochen schon mal den Old Sandhill im Portwein Cask gereift vorgestellt. Und bei der Gelegenheit, wo ich in der Destille war, habe ich mir noch so eine 0,2 Liter Flasche aus dem Oloroso Fass mitgenommen und der soll heute Thema des Videos sein. Zur Old Sandhill Distillery habe ich ja beim letzten Video schon mal was bisschen Näheres und mehr erzählt. Ich will das jetzt nur noch mal kurz erzählen. Die Destille liegt also in Bad Belzig, das ist eine Kleinstadt mit etwa 10.000 Einwohnern, in der Nähe der A9 gelegen, so 30-40 Kilometer südwestlich von Berlin. Namensgeber für die Destillerie war ein alter Stadtteil von Bad Belzig, nämlich der Sandberg, und so kam es zum Namen Old Sandhill. Die Destillerie liegt in einem schön restaurierten, ich glaube ein altes Hospitalgebäude ist das, und daneben gibt es dann noch ein Eiscafé, wo dann der Whisky verkauft wird mit einer Pension oben drüber. Also es war ein ganz netter Besuch damals, konnte ich in aller Ruhe verkosten und habe mir also wie gesagt den Portwein-Cask und diesen Oloroso-Cask mitgenommen. Die Destillerie betreibt die Familie Eggenstein. Also es gibt parallel dazu natürlich auch eine Brauerei, die wird schon etwas länger betrieben und die Whisky-Destillation ging 2012 los. Und so sind jetzt also letztes Jahr die ersten 7-jährigen Fässer abgefüllt worden und der heute ist auch im Oloroso-Fass gereift und 7 Jahre alt. Die Destillerie macht neben Gin, Feinbränden und Bier verschiedene Whisky-Sorten in Trink- und Fassstärke mit 43 und um die 55% herum. Die Flaschengrößen bewegen sich zwischen 0,2 und 0,5. Und es gibt diesen Oloroso hier, dann den Portwein Cask gereiften, einen German Oak, einen American Oak und neu habe ich jetzt gesehen auch eine Smoked Edition. Also die ist da mit geräucherter Gerste hergestellt. Gut, dieser Whisky heute ist wie gesagt 7 Jahre alt, gereift in mit Oloroso Sherry vorbelegten Fässern aus Spanien. Ob das jetzt amerikanische Eiche oder europäische Eiche war, weiß ich nicht genau. Er ist abgefüllt mit 43 Volumenprozent, nicht gefärbt. Zur Kühlfiltrierung kann ich euch nichts sagen. Ich hatte ja letztens den Portwein, da kann ich euch hier nochmal die Dose ins Bild halten. Also der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, hat auch eine schöne Farbe gehabt hier. Seht das nochmal. Und nun wollen wir heute mal zu diesem Oloroso fast gereiften Whisky kommen. Ja, man hat sofort eine sehr angenehme Fruchtnote in der Nase. So, ja, Beeren. Also keine überreifen Beeren, aber so frische Beeren. Kleines bisschen Alkohol riecht man. Also nicht sprittig, aber man riecht schon den Alkohol. Ja, dann zum Wohl.
angenehmes Mundgefühl, kräftig. Man hat ein bisschen so frisches Holz auf der Zunge und dann so hinten raus im Abgang wird er dann geschmeidiger, fruchtiger, ein bisschen Karamell kommt noch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das amerikanische Weißeiche war, aber will jetzt nicht weiter spekulieren, es könnte aber sein. Jetzt kommt auch mit einer Zeit dann noch ein bisschen Honig dazu, ein bisschen Süße. Also recht gefällig. Jetzt, also nicht jetzt wunderlich komplex. Dafür fehlt ihm eigentlich noch ein paar Jahre, 3, 4 Jahre Alterung. Ja, zweiter Schluck ist ähnlich. Bisschen süßer. Dann noch. Aber recht angenehmer. Recht angenehmes Mundgefühl. Abgang maximal mittellang, würde ich sagen. Ja, ist aber wie der Portwein auch. Wobei der Portwein hat mir fast besser gefallen als dieser Oloroso hier. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Für manche Whisky-Fans stehen eben auf dem Portwein-Einschlag für den Whisky, manche eher auf Oloroso-Fruchtigkeit. Also das ist eine individuelle Entscheidung für jeden Whisky-Genießer. Geschichtlich kann man vielleicht noch kurz ergänzen, etwas oberhalb der Destillerie, so 300-400 Meter hoch, liegt die Burg Eisenhardt. Die ist relativ bekannt, weil das ist die größte Höhenfestung Norddeutschlands, habe ich gelesen. Die erste urkundliche Erwähnung war da schon 997, also schon im Ende des 10. Jahrhunderts. Ist eine schön restaurierte Burganlage, eine Besichtigung auf jeden Fall wert. Wer da mal in der Nähe ist, sollte sich das mal anschauen. Gut, das soll es für heute wieder mal gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter soll ja nun endlich mal wärmer werden und sonnig, fast schon wieder zu heiß. Ich hoffe nicht, dass es schon wieder so extrem wird, dass man es draußen gar nicht mehr aushält. Aber ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freue mich auch über eure Kommentare unter dem Video und natürlich über Likes und weitere Abos. Und bis nächste Woche, euer Schwan.